Herr Knies, Porsche feiert 75 Jahre Sportwagen. Was waren zentrale Highlights für die südwestdeutsche VW-Marke hier oben im Norden in Hamburg über das vergangene Dreivierteljahrhundert? Also erstmal südwestdeutsche VW-Marke. Wir sind seit einem Jahr börsennotiertes Unternehmen. Insofern können wir ruhig beim Namen Porsche bleiben, glaube ich. Punkt zwei, was waren einschneidende Erlebnisse, die ich sogar selber fast alle miterlebt habe? Also ich glaube, insbesondere damals 1997, als wir Porsche Zentrum Hamburg Nordwest eröffnet haben, das war für unsere Kunden das erste Mal, dass wir wirklich im Destination-Format, also im Destination, da hieß es damals nicht, aber im damaligen CI-Format gebaut haben neu. Dann 2015 der Umzug vom Nedderfeld an die Holsteiner Chaussee in eines der größten und modernsten Porsche-Zentren Europas zum damaligen Zeitpunkt. Und dann 2018 der Umzug der traditionellen Eifelstraße, unser Urschiff eigentlich. Und dort haben wir dann am Lübecker Tordamm das neue Porsche-Zentrum eröffnet. Auch ein riesiges. Somit sind wir wirklich toll aufgestellt in Hamburg und insbesondere mit dem Porsche Approved und Service Zentrum, was wir nächstes Jahr im August, September eröffnen werden. Das ist für mich auch ganz besonders, weil daran werke ich jeden Tag, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das wird auch für Hamburg und für unsere Kunden in der Hansestadt insbesondere ein deutlicher Mehrwert werden. Nun befinden wir uns heute Abend hier im neuen Wahrzeichen der Stadt Hamburg. Ja. Welche Werte verbinden die Elbphilharmonie und Ihr Haus Porsche miteinander? Also insbesondere dieses Zusammenspiel von Klassik und Moderne. Wenn ich mir anschaue, unsere klassischen 911er und wenn ich mir anschaue, die Architektur dieses Gebäudes hier, was ja viele Jahre gebraucht hat, bis es dann endlich fertig war, aber dafür ist es umso schöner geworden. Das sind Dinge, die uns verbinden, Klassik, Moderne, dieses Zusammenspiel Design und Ästhetik. Unsere Porsche-Modelle haben ein tolles Design und das kann man auch hier im Interieur und Exterieur dieser Elbphilharmonie wiederfinden. Worum ganz konkret kreisen jene Impulse, die Sie sich erhoffen aus der heutigen Veranstaltung Menschen, Modelle, Meilensteine? Also in allererster Linie ist dieser Abend dafür gedacht, einmal Danke zu sagen an unsere treuen und loyalen Kunden über viele Jahre hinweg, die wir hier betreuen dürfen. Und insofern, schon unser Firmengründer Ferry Porsche, waren Menschen ganz wichtig. Und der Mensch steht im Mittelpunkt. Und das wollen wir heute Abend mit dieser Veranstaltung auch widerspiegeln. Die Porsche AG hat jüngst einen Absatzzuwachs für die ersten 9 Monate dieses Jahres weltweit um fast 10% auf nahezu 240.000 Neuwagen vermeldet. Welchen Anteil daran hatten die von Ihnen geführten Markenzentren und wie lautet Ihr Ausblick auf das vierte Quartal dieses Jahres? Also erstens hatten wir einen Anteil, ich kann ihn jetzt prozentual nicht genau nennen, aber es gab ja Zahlen, die veröffentlicht wurden von Porsche, gab es eine Pressemitteilung, wie viel Prozent ist der deutsche Markt gewachsen, der europäische Markt und so weiter. Und da sind wir voll genau in der gleichen Richtung, in der gleichen Spur. Wir haben unseren Teil dazu beigetragen mit unseren Betrieben. Und insbesondere jetzt das vierte Quartal, da wollen wir natürlich so viel als möglich Fahrzeuge auf die Straße bringen, um ein tolles Ergebnis zum Jahresende servieren zu können. Und da wollen wir in Hamburg natürlich unseren Teil dazu beitragen, ganz klar. Hamburg, sehr gutes Stichwort. Welche ist denn nun wirklich die Porsche-Hauptstadt Deutschlands, gemessen in Dichte der Fahrzeuge pro Einwohner? Ist es München, ist es Starnberg, ist es Hamburg? Also, Gerüchten zufolge, ich kann es nicht verifizieren im Moment, aber ist Hamburg die heimliche Porsche-Hauptstadt Deutschlands, wird sie immer genannt, weil in Hamburg die meisten zugelassenen Porsche auf der Straße sind. Und das ist das, was ich dazu sagen kann. Okay, bleiben wir ganz kurz zum Abschluss noch bei Hamburg. Gibt es im Vergleich zum Bundesdurchschnitt unter der Hamburger Kundschaft besondere, auffällige, nennenswerte Präferenzen bei der Ausstattung Ihres Fahrzeuges? Zum Beispiel die Lackfarbe, zum Beispiel das Interieur, Sonderausstattung? Ich würde sagen, ja. Typisch hanseatisch, norddeutsch, zurückhaltend, eher gedecktere Farben, schwarz, dunkelgrau, dunkelblau. Das sind so die vorherrschenden Farben, die wir hier in Hamburg haben. Aber wir haben auch in der Vergangenheit, in den letzten Jahren schon gemerkt, dass es gerade bei den GT-Modellen
doch der ein oder andere Mut hatte, mal eine etwas poppigere Farbe zu nehmen. Aber trotz alledem, wenn man in Hamburg durch den neuen Wall fährt und in Düsseldorf über die Köhe, dann wird man sicherlich einen kleinen Unterschied in der Farbwahl erkennen können. Und ansonsten, unsere Hamburger Kunden standen die Fahrzeuge immer sehr gut aus in der Regel. Also schon das, was wir anbieten können, das nehmen sie auch. Aber das wäre meine Antwort zu Ihrer Frage. Herr Knies, vielen Dank. Ja, ich sage vielen Dank.